sind Elke und Ewald Hüsemann und wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in Nordhorn. Mein Name ist Bernhard Plagge, ich komme aus Geste-Dahlum. Ich heiße Herbert Schmäh. Mein Name ist Josef Lammers. Für den Biobetrieb ist der Boden die wertvollste Grundlage. Und deshalb wollte ich mich hier gerne heute informieren über diese genaue Trassenführung. Wir können mit der Leitung 2 Gigawatt an Leistung übertragen. An Nord wird halt gebraucht, um eben Windstrom von Nord nach Süd zu bekommen. Wir sehen das ein, dass der Strom transportiert werden muss. Aber wir wollen das nun auch nicht unbedingt mit der Existenz unseres Betriebes bezahlen. Wie ich das erhört habe, soll einmalige Entschädigung bezahlt werden. Das sehe ich auch nicht ein. Also es ist wichtig, hier mit den Landwirten in den Dialog zu kommen, nochmal die Punkte mitzunehmen, die denen wichtig sind, die Fragen zu beantworten. Dafür ist diese Veranstaltung sehr gut geeignet. Die Vorgehensweise, wie breit die Trasse wird, und wie möglichst schonend mit den Böden umgegangen wird. Mein Name ist Maren Grüning. Ich bin hier heute für den Fachbereich Bodenschutz. Das ist vor allem wichtig, dass während des Baus und auch bauvorbereitend schon das Thema Bodenschutz einen wichtigen Fokus bekommt. Und da haben wir große Bedenken und das wurde da noch mal ganz deutlich gesagt. Es sind heutzutage ganz andere Möglichkeiten. Wir haben die Drohne gesehen, die da drüber gefahren ist. Da sah das schon ganz in Ordnung aus. Das hat man uns heute gesagt, dass die Arbeiten heute besser sind als früher. Wir haben jetzt 4 Tage Woche der Landwirtschaft gehabt. Die da waren, nehmen sicherlich viel mit. Auch wir haben da viel mitgenommen. Was mir eigentlich gut gefallen hat bei der Firma Amprion immer, die waren immer gesprächsbereit, haben Bescheid gesagt, wenn irgendwas gemacht werden musste. Wir haben Ansprechpartner, Diskussionspartner und wir müssen jetzt in die Diskussion. Es wurde offen gesprochen, aber wie gesagt, diese finanzielle Geschichte, da wollen wir dann beteiligt werden. Wir müssen miteinander reden. Ja. Wir haben aber nach diesem Nachmittag den Eindruck, dass es hier Leute gibt, mit denen man darüber reden kann.